Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hunter x Hunter Wonder Adventure. Ja, wir sind hier stehen geblieben. Ich habe nicht gewusst, wie man rüberkommt, aber ich habe mich vorher so ein bisschen umgeguckt und ich weiß es jetzt. Und zwar müssen wir erstmal wieder komplett zurück, müssen erstmal hier hoch und dann da runter. Freunde, bis ich das herausgefunden habe, ey, das hat wirklich ziemlich lange gedauert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warum sind jetzt hier so viele? Vorher waren hier keine. Oh, da ist ein Pilz. Gott. Gott, 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 Gott. Ich habe auch eine Info bekommen über Facebook, dass man irgendwie seinen Teampartner rufen kann. Ich habe aber keine Ahnung, wie. Scheiße, wie funktioniert denn das? Also irgendwie... Ja, lol. Ich laufe in jeden Pilz rein, den es hier gibt. So, wisst ihr was? Jetzt einfach Ulti-Combination. Zack, zack. So sehe ich das doch gerne. Alter, das sehe ich nicht gerne. Nochmal. Ist er erledigt? Was? Ich konnte ihm nur einen Schlag zufügen und dann konnte ich nichts mehr machen. Ah, jetzt sieht es aber gut aus. So, Schweinchen Babe rennt auch mal wieder auf mich. Ich habe aber Angst. Da. Wie viel Leben hat denn der noch? Okay, der ist auch erledigt. Das finde ich super. Hauptsache, ich bin auch fast wieder K.O. So, wir müssen jetzt das Teil hier auf diesen fetten Schalter tun. Sonst können wir das nicht aktivieren. Das ist schon mal schön. Das passt. Perfekt. Dann erscheint das hier. So, und jetzt müssen wir den... Wow, 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 andere Seite. Jetzt müssen wir den hier rausholen, dass wir da draufsteigen können. So, ich hoffe, das passt so. Das kriegt man hin, Freunde. Ich bin da gut im Gewisse, dass wir das hinkriegen. Ich meine, wir haben jetzt so viel schon geschafft. Da schaffen wir das doch auch noch, oder? So, und jetzt kommen wir hier hoch. Und jetzt sind wir schon auf der anderen Seite. Das ist ziemlich, ja, kompliziert, sage ich mal. Also, ich hab echt eine Weile gebraucht, bis ich da drauf gekommen bin. Jetzt haben wir hier schon wieder was Neues. Ich habe eigentlich gehofft, dass vielleicht das Level vorbei ist. Aber da unten sehe ich schon die Hebel. Also müssen wir gleich da runter. Ah, ich mache es einfach so. Ich schwinge mich da nicht hin. So, schnell. Aktivieren, aktivieren. Oh, ich habe es gerade noch geschafft. Huh. Jetzt muss ich nur noch da rauskommen. Ah, fuck, meine Leben. Wo geht's denn hier hoch? Da hinten. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Meine Leben. Alter, das ist ja übel heftig. Das ist ja übel heftig mit meinem Leben. Jetzt muss ich muss kurz warten, bis die wieder voll sind. Weil das Rote regeneriert sich wieder. Super. So, jetzt können wir zu Gon wechseln. Guckt euch mal Gon an. Der hat noch komplett fast alles voll. Ich muss mal jetzt ein bisschen mit Gon spielen, sonst gehe ich noch drauf, ey. Das wäre nicht schön. So. Das haben wir auch geschafft. Okay, ich glaube, ich weiß. Wir müssen erst die Monster besiegen unten, weil dann öffnet sich wahrscheinlich das Ding da unten. Können wir da drüber... Und dann können wir uns da hinten hinschwingen. Schwingen! Ja, wir kämpfen jetzt mal hier unten. Wo sind sie? Wo sind sie? So, kleines Missgeburt, den Viech. Steh auf, ich habe nicht so viel Zeit. Denn ich sitze auf Gift, einem Giftboden. Komm her, renn nicht weg. Gott, wie der einfach wegrennt. Perfekt, haben wir geschafft. Ich hoffe, da kommt jetzt keiner mehr. Und es kommt noch einer. Scheiße, ein großer. Mann, ey, wirklich... Komm, du kriegst meine Super ab. Nur weil du es bist, okay? Zack, zack, zack. Ich hoffe, der ist tot. Was? Der hat es überlebt? Was schief bei dem? So, jetzt... Ja, guck, jetzt geht's auf. Ich wusste es doch, Alter. Anders wird's gar nicht funktionieren. So, jetzt kommen wir da hoch. Heilige Scheiße. Ich glaube, ich nehme Kurapika, weil der kann höher springen. Oh Gott, ey. Bitte, bitte hüpf jetzt nicht unten in dieses Giftding rein. Kann ich jetzt absolut nicht gebrauchen. So, rennen tue ich hier. Okay, und los geht's. Habt ihr das gesehen? Mann, Alter, ich habe mich wie Tarzan gefühlt gerade. So, jetzt dahin gucken. Jetzt brauchen wir wieder Gon. Der muss sich darüber schwingen jetzt. Ich hoffe, das ist das letzte Level jetzt hier. Also die letzte Gegend jetzt hier. Ich würde gerne mal wieder aus dem Sumpfgebiet raus. Das ist gar nicht mehr so toll. Das war ganz anfangs okay, aber mittlerweile denke ich mir so, nee, brauche ich nicht. So. Ich glaube aber, dass da noch irgendwas kommen wird. Irgendwas wird da noch kommen, Freunde. So, jetzt schwingen wir uns wieder rüber. Ernsthaft? Oh, ich dachte schon, ey, jetzt visiert das nicht an, weil ich zu nah bin. Puh, das war knapp. Ernsthaft, jetzt kommt da nochmal was? LOL! Aber es ist kein Giftboden, wenigstens das schon mal. Aber da hinten sind überall Pilze. Ich habe echt Angst vor den Dinger.
Fuck, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Ihr habt es gerade gesehen. Den Schnelligkeitsknopf habe ich gerade gedrückt. So, da hinten haben wir schon mal einen Hebel. Den können wir gleich mal aktivieren mit Kurapika. Oh, ich drücke immer den falschen Knopf. Scheiße. Und nochmal. Ernsthaft, ich stehe nicht genau in der Mitte. Jetzt. Perfekt. Muss ich warten, bis... Kommt das Ding wieder runter? Nee, natürlich nicht. Super. Das ist scheiße. Ich mag solche großen Areale nicht. Aha. Oh Gott, ey. Das mit den Pilzen, ey. Wirklich. Oh, geschafft. So, jetzt können wir da drauf. Guck mal kurz in die Richtung, bitte. Mann, ist das ein enger Spalt. Ernsthaft? Ey, komm, das ist echt eine miese Scheiße, Alter. Ohne Witz. Ja, genau. Aber ich weiß, wie es funktioniert. Ernsthaft. Ernsthaft. Dieses Jump and Run, wirklich. So. Boah, ich wäre fast wieder runtergefallen. So. Ich muss das mit Gon da hinten machen, den Hebel. Sonst funktioniert das nicht. So. Ich laufe doch noch ein bisschen dahin, falls ich jetzt Gon rufen, der da irgendwie drin landet oder so. Das wäre gerade nicht wirklich gut. So. Wenn wir jetzt den Hebel aktivieren, dann müsste das Ding vor uns sich bewegen. Genau. So habe ich mir das gedacht. Jetzt können wir da rüber springen und sind drüben. Da haben wir schon wieder was zum Schwingen. Und hier können wir sowieso nicht hin. Was schreit denn da schon wieder so hässlich? Ich teste das mal, ob das reicht. Bis da hinten hin. Nee, reicht es natürlich nicht. Wenn ich mich aber hier hinstelle, dann müsste es vielleicht reichen. Es müsste reichen, wenn ich mich von hier aus schwinge. Was? Das reicht nicht? Das ist so weit weg? Tatsächlich, das ist so weit weg. Ich komme da nicht hin. Scheiße, jetzt bin ich runtergefallen. Ah, Pilze, Pilze, Pilze sind nicht gut. Diese Schweine hasse ich, gell? Also wirklich. Die sind mega kacke als Gegner. Weil die rennen einen an von hinten und man kann die gar nicht aufhalten. Nee, du rennst jetzt nicht. Ich mach dich davor. Hör auf zu rennen. Der wäre fast losgerannt. Ja, natürlich. Ich glaube, ich muss die sogar besiegen, weil sonst würden keine Gegner erscheinen. So, komm mal her, mein großer, brauner, gelber Dings da, Alter. Was auch immer du darstellen sollst. Was soll denn das darstellen? So ein flauschige Seerobbe oder was? Keine Ahnung. So, jetzt erscheint irgendwas. Ah. Hab ich's doch gewusst. Muss man die kleinen Spackos erstmal killen. So, und kaputt machen. Jetzt geht der Felsen kaputt. Und jetzt ist da ein Hebel. Super. Muss ich aber erstmal wieder hochfinden. Okay, hab's geschafft. War jetzt wirklich nicht schwer. So. Jetzt erstmal wieder Gon holen. Der bringt das Ding jetzt wahrscheinlich zum Bewegen. Das Ding. Es bewegt sich. So, und wir schwingen uns auch jetzt genau dahin. Perfekt. Jetzt bitte habt das Level abgeschlossen. Nein, es geht immer noch weiter. Heilige Kuhwichse, Alter. Ja, guckt, das Ding sieht mich schon und hüpft mich gleich an, als ob das richtig rallig auf mich wäre. Das rallige Etwas. Das rallige gelbe Sirupenviech. So, haben wir auch geschafft. Nein, doch nicht. Immer noch nicht. Du stehst auf Schläge, ja? Ich soll dich peitschen. Ich weiß ganz genau, dass du drauf stehst. Also irgendwie muss man mittlerweile alle Gegner besiegen, kann das sein? So, was passiert, wenn ich das Ding jetzt aktiviere? Ah, das geht, glaube ich, nur mit Kurapika. Auch nicht. Ah. Irgendwie glaube ich, dass ich... Hä? Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich glaube, ich muss noch den anderen irgendwie besiegen. Kann das sein? Den da oben irgendwie. Aber wie komme ich da hoch? Das ist jetzt die große Frage. Das ist die Gewinnspielfrage des Tages, meine Freunde. Wer weiß die Antwort? Wie komme ich da hoch? So, da geht's auch nicht. Gibt's nicht irgendwas zum Schwingen? Doch, hier. Aber wie soll ich denn das machen? Hat es überhaupt was zum Schwingen?
Ich habe keine Ahnung wirklich. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich teste das jetzt mal, indem ich das hier einfach mal da hinschiebe und mal da drauf steige. Weil irgendwas muss es ja haben. Wenn ich das schon bewegen kann, also bitte. So, das hat was zum Schwingen. Hä? Ah, ich weiß wie. Ich weiß wie. Hahaha. Warum bin ich da nicht gleich drauf gekommen? Ist ein bisschen tricky das Ganze, aber ich weiß es. Puh, ich kann sein, dass das jetzt zu weit weg ist. Ich schiebe das dann doch nochmal hier hin. Ich muss mich da hinschwingen. Und dann muss ich auf das andere, auf das Fahrende oder das Bewegende, muss ich dann mich selber drauf schwingen. Aber die große Frage ist halt nur, reicht die Reichweite jetzt oder ist das zu wenig, zu viel? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Toll, ich kann mich nicht mal so hinschwingen. Geh ich nochmal näher. Mann, du Gondu, kleiner Dreckshaufen, Alter, wirklich. Diese Steuerung, wirklich. Die macht mich noch kirre, Freunde. Die macht mich schon kirre, doch, wirklich. So, bitte schwing dich jetzt einfach hin. Danke. So. Ja, ja, ich hatte recht. Huh. Alter, wenn du mich jetzt hier runterschmeißt, dann sind wir keine Freunde mehr. Nee. Vergiss es. Komm, wach auf. Steh auf. Keine Ahnung. Hilf mich an. Danke. Jetzt bin ich dran. Lebt er noch? Mann, wegen diesem scheiß kleinen Strich oder was? Da steht wohl einer auf Schläge. So, jetzt müsste irgendwas anderes aktiviert werden. Genau. So, jetzt haben wir zwei. Wir brauchen alle drei. Also brauchen wir noch den dritten Gegner. Okay, jetzt haben wir das da hinten irgendwie runtergemacht. Ah, okay. Ich weiß, wie es funktioniert. Schalala, ich habe es geschafft. Dazu brauche ich Kurapika, weil der hochspringen kann. Zack. So, kleines... Ja, natürlich. Umdrehen und eine Attacke starten. Sofort, beides gleichzeitig. Am besten ess noch was dabei oder so. Keine Ahnung. Komm, hilf mich nochmal an. Perfekt. So, lebt er noch? Der lebt immer noch. Super, der geht nicht drauf. Zack, zack, zack. Ich hole mal meine Stäbchen raus. Meine Essstäbchen. So, ich glaube, mit denen gibt es sogar noch mehr Schaden. So, haben wir jetzt auch geschafft. Jetzt kriegen wir den dritten Hebel. Und jetzt funktioniert der Scheiß auch. Ich habe mich schon gewundert vorher, warum das nicht funktioniert hat. Dreieck. Perfekt. Hä, für was haben wir die andere Platte hier gebraucht? Verstehe ich nicht. Überhaupt keinen Sinn. Die Platte braucht man überhaupt nicht. Ja, wahrscheinlich. Ja. Was ist das denn? Gab's das im Anime? Nee, oder? Visier doch mal das Ding an. Der visiert das Ding nicht an. Moment mal ganz kurz. Ich muss mal hier kurz abspeichern, Freunde. Sonst habe ich mir mega Schiss, falls ich abkratze irgendwie. Alter. Das ist ja ein Witz. Ich kann das nicht anvisieren. Doch jetzt. Ja, natürlich. Guck mal, wie wenig Leben das Ding verliert. Ah, jetzt müssen wir den Kopf angreifen. Aha, super. Interessant. Mal voll getroffen. Jo, schützen kann ich nicht. Bringt nichts. Funktioniert nicht. Hä? Der verliert übel wenig Leben. Lass mal deinen Kopf runter, du gammliches Etwas, Alter. Wie soll ich das denn schaffen? So, jetzt lässt er seinen Kopf wieder runter. Perfekt, jetzt gehen wir mal hin. Ah, so machen wir mehr Schaden. Also wir müssen doch Nahkampf machen, bis er irgendwann seinen Kopf runterlässt. Mann, ist das ein epischer Gegner. Ich habe übel Angst, wenn der seinen komischen Hals schwingt. Problem ist, ich darf auch nicht zu weit weggehen, sonst tut er den automatisch abvisieren. Abvisieren, kann man das so sagen? Ja, ich sag's jetzt einfach mal so. Juckt mich nicht. Ach, Mann, Alter. Ich freue mich schon, wenn ich endlich meine Ultra-Attacke einsetzen kann. Ernsthaft jetzt? Ah, ich darf nicht immer zu weit weggehen. Ich spare mir sonst... So viel Zeit geht verloren. Reicht das hier? Ja, es reicht. Okay, ich weiß, wie weit ich jetzt weglaufen muss immer. Immer einmal, also eine Combo immer und dann weglaufen. Dann schwingt er seinen Dreckshals. Der bewegt sich auch nicht förmlich. Also wenn er sich jetzt noch bewegen würde,
Dann hätte ich auf jeden Fall ein größeres Problem. Aber das geht jetzt eigentlich. So, jetzt müsste es seinen Hals wieder fallen lassen. Immer noch nicht. Alter, stehst du auf Schläge oder was? Immer noch nicht. Alter. Was denn los bei dir heute? Nö, der hat keinen Bock mehr. Alter, lass deinen Drecks Hals fallen. So, jetzt nochmal. Nö, seht ihr das? Der macht nichts, juckt ihn nicht. Hä? Lass deinen Hals fallen. Jetzt lässt er ihn fallen. Super. Und Ultimate Combination. So, beim nächsten Mal haue ich meine Spezialattacke rein. Und dann müsste er eigentlich am Arsch sein. Das kann er nicht aushalten. Weg, 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 weg. Nee, mal ehrlich, der ist nicht schwer. Ich habe mich nur erschreckt, ey. Warum plötzlich einfach so ein Gegner kommt. Aber das müsste eigentlich dann der Abschluss des Levels sein hier. Perfekt. Was, immer noch nicht? Ich habe eigentlich gedacht, der lässt jetzt seinen Kopf fallen. Nö, immer noch nicht. Ich glaube, das dauert pro Combo, also pro Kopf runterfallen, immer ein bisschen länger. Der hält immer ein bisschen mehr aus. Ich meine, jetzt lässt er... Was? Warum schreit denn der so hässlich? Immer noch nicht. Doch, jetzt. Schnell hin, schnell hin. Und Combination. Was? Was? Das ist ein Witz. Das zählt nicht. Ich habe das extra aufgeladen. Du kleiner Pedo, Alter. Oh, Mann. Und du stehst auf Schläge. Ich merke schon, Alter. Die Kurapika spiele ich jetzt, glaube ich, nicht mehr. Weil wenn ich das jetzt mache, dann riskiere ich den Tod eines Picos. Ja, jetzt hat er keinen Schaden gekriegt. Oh, nee, Alter. Wirklich. Kann ich dem seine Füße angreifen? Aha. Aha. Dem juckt es auch nicht mehr, wenn ich jetzt nahe komme, dann greift er an. Du kleiner Pico, Alter. So. Es kann sich nur noch um Stunden handeln, Freunde. Also nur noch um Stunden, wirklich. Das kriegen wir hin. Ich meine, wir haben jetzt so viel schon getan. Es kann sich nur noch um Stunden handeln, wirklich. Ich bin mir aber auch gerade überhaupt nicht sicher, ob dieser Gegner im Anime war. Wirklich, ich kann mich echt nicht dran erinnern. Echter Hammer. Jetzt hau ihn doch mal runter. Jetzt. Ja, wir haben es geschafft. Endlich. Heilige Kuhwichse, Alter. Wirklich. Huh, geschafft. So, jetzt haben sie es, glaube ich, geschafft. Genau, das ist da, wo sie es geschafft haben. Und dann müsste eigentlich jetzt schon die nächste Mission kommen. Das war, glaube ich, das mit den Schweinen, oder? Das war dann, glaube ich, diese nächste Vorprüfung sozusagen. Dass jeder irgendwie so ein Schwein, glaube ich, besiegen musste. So ein Riesenschwein. Also die Schweine, was wir vorbesiegt haben, die kleinen blauen. Nur in sehr groß und in rosa natürlich. Hisoka. Dem sein Körperbau ist eigentlich so unrealistisch. Guck den mal an, Alter. Dem seine ganzen Gedärme in ihn, die müssten zerquetscht sein, förmlich. Naja, Freunde, das war's auf jeden Fall auch von diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt's auf jeden Fall in die Kommentare. Lasst noch vielleicht ein Like oder ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tödelö.